Und damit willkommen bei einem weiteren Spiel zum Sonntag. Heute Hangman. Muss ich, glaube ich, nicht erklären, kennt jeder. Ich spiele das regelmäßig mit Timo 05. Wir nehmen ja ab und zu Heckmons Kämpfer auf. Und er war ja auch schon in Sonntagsfolgen passiv dabei, nämlich Pinguin Volleyball und Stadt, Land, Fluss. Stadt, Land, Fluss spielen wir auch immer noch. Ich habe insgesamt 40 Runden von ihm geschickt bekommen. Und es werden sehr wahrscheinlich jede Menge Insider dabei sein, die ich dann erklären muss. Aber naja, wollen wir einfach mal schauen. Ich rate mal E, ich glaube, das ist eine gute Idee, oder? Ja, E war eine gute Idee. N. Nen. Bohnen. Oh nein, ich weiß. Heinz hat Bohnen gebacken. Oh, das war geil, ey. Heinz hat Bohnen gebacken. Das kann ich erklären. Das ist aus einem TV-Total-Video mit einer schlechten Speisekarte. Da wurde Heinz Baked Beans mit Heinz hat Bohnen gebacken übersetzt. Ja, wenn so eine längere Runde ist, dann kann man auch schon mal scrollen. Das muss ich hier auch ein bisschen das schieben. Das ist natürlich doof. Ich dachte, das wird ein einfaches Video. Jetzt muss ich hier auch noch scrollen. Ich wollte doch nicht so viel bearbeiten dann bei der Hitze am Sonntag. Das ist, oh nein, Hartmut. Oh Gott. Kennt man vielleicht von den Achtung-Kontrolle-Videos? Da gibt es halt so einen Kloreiniger. Und hier Hans Raske auch noch. Ja, der wird oft vergessen. Es wird immer nur nach Hartmut geschrien. Hartmut Lippmann und Hans Raske sind die Autobahntoilettenreiniger, richtig? Auf der A1 bei Lengerich. Oh Mann, oh Mann. Oh nein, Mario Basler. Also das habe ich so schnell erkannt. Er ist halt ein großer Fan, kann man sagen, von Mario Basler. Und als wir dann mal eine Runde hatten mit Mario Basler, habe ich, warum auch immer, ich kann mich nicht daran erinnern, Mario Basler Basler gesagt. Also laut seiner Auffassung. Und deswegen Mario Basler Basler. Oh, ich muss wieder scrollen. Je. Jetzt weiß ich natürlich nicht, was das ist, weil das ziemlich lang ist. Sie, wenn sie sagen, dass ich nicht mit ihrer Tochter schlafen soll, ist es das? Wenn sie, ja, das ist das auf jeden Fall. Was ist denn das für ein Wort? Achso, damit. Wenn sie damit sagen wollen, dass ich nicht mit ihrer Tochter schlafen soll, das habe ich schon längst erledigt. Ja, das ist ein Bohlen-Zitat. Das kam auch mal bei TV Total vor. Mit ihrer Tochter schlafen soll. Das habe ich schon längst erledigt. Okay, was haben wir hier? Was? Su. Lanto. Oh nein, sind das alle unsere. Ne, sind glaube ich nur meine Lieblings-Pokémon? Nee, doch nicht. Ich sehe das erste und das ist sein Lieblings-Pokémon. Wir sehen hier Lanto und Shelm und Sky. Shelm und Sky. Was haben wir noch? Ja, Fahrig. Hoplo, ja, Hoplo, ey. Er hat nochmal. Okay, er hat mehrmals Visier. Ich wollte gerade sagen, ist das aus Versehen? Nein. Wenn es dreimal dasteht, bestimmt nicht. Mihikel, Lorblatt, Elitzewa. Oh. Achso, das erfährt man. Jo. Sagen wir hier. Sie ein. Nennen Sie ein anderes Wort. Nennen Sie ein anderes Wort für gut, schlecht. Und das ist eine meiner Lieblingsfolgen jetzt schon, ey. Einfach nur wegen der Insider. Naja, gut, ich kann ja halt, wie gesagt, erklären. In dem Fall, das war bei einem Familienduell-Video, wo halt jemand meinte, nennen Sie ein anderes Wort für gut. Und der Kandidat, schlecht. Ja. Was haben wir hier? A, was? A. Uri Geller, oh nein. Hatzstein-Schalosch sehe ich schon mal dann. Ich weiß nicht, ob man das so ausspricht. Rathsteim-Stalosch sagt. Was? Korax? Oh nein, Korax auch noch. Vincent Ravens. Was? Vincent Ravens Raven? Hä? Achso, Raben, ja. Vincent Ravens Raben, Korax. Geht es königlich? Wenn du Ach, mein. Oh, ist das herrlich. Oh, Miri. Was haben wir hier? Sotaki? Nee, Sotaki ist das nicht. Was? Hahnklee? Oh nein, das ist der Rest von der Speisekarte vom Anfang. Ist der noch?
Bravo-Siege Heck, ey, oh Gott, Rewemarkt belegt mit Bravo-Siege Heck und Spinal, och Sitzverteilung von der Pizzeria Alter Schwede. Sehr, sehr schön. Aber ich glaube, das ist die, das hatten wir ja schon, ne? Was war das nochmal? Ach ja, schlecht. Jede Runde, die er mir geschickt hat, hat halt 8, sodass wir auf die 40 kommen. Wir haben 5 Runden mit jeweils 8. So, okay, also hier geht's weiter. Die nächsten 8. 17 und 4. Okay, was war das nochmal mit 17 und 4? War das auch sowas? Nee. Oh nein, Mandana Naderian. Da gibt es so ein RTL-Video mit einer Frau namens Mandana Naderian, wo die so einen tollen Kartentrick zeigen wollte und nie die Karten richtig gemischt hat. Was? Schläft? Ja, schläft ist gut, ey. Oder nicht, steht überhaupt schläft? Nee, schlägt. Schlägt mit ihrem. Jetzt kann ich wieder weiter erzählen. Ey, wurde was reingebracht. Das ist mal schön während einer Aufnahme. Naja, jedenfalls Konkurrenz um Wassertank, Amila, Nagel, Pistolen, Farid, Stop It und die Ehrlichbrust. Was ist denn das alles? Die Konkurrenz um Wassertank, Amila, das kann ich doch jetzt erklären, ey. Das ist, glaube ich, ja auch alles bei Uri Geller gewesen, ne? Und Ehrlich Brothers, oh Mann. Ja, sehr, sehr gut. Ah, je. Mandana Nigeria, ey. Wassers? Nee. Wie Willi Herrens? Och nee, nicht der Typ. Ich mag den nicht, ey. Ich habe die Promi Big Brother Folge da gesehen. Also, nicht die Folge, die Folgen. Willi Herrens Rüsselwascher versus Sari Neu. Oh nee, ey, nicht Sari Neu. Sari Neu ist Duschen Pinkler. Oh Gott, ja. Sari Neu, der die Dusche gepisst hat, sehr schön. Weiter. Was ist schwerer? Oh nein, kommt jetzt was mit. Oh, ich will es gar nicht wissen. Aber oh nein, 5 Kilogramm Marienstein und dann Rüb. Oh nein. Also das hier war auch aus den Videos mit Hartmut Lippmann und Hans Raske, dieses 5 Kilogramm Marienstein-Zeug hier und 5 Kilogramm Dürüm. Dürüm ist bei einem Zeichnenspiel, das ich und Timo05 öfter spielen, halt ein Wort, das dran kam, was wir witzig fanden. 5. Oh Gott, was ist das? Ja, da kann ich auch einfach an so einen tippen, mal ganz ehrlich. So, bla bla bla, was heißt eintippen? Ich krieg hier blöd drauf, ey. Hammers, Gesicht besammelt. Was ist denn das? Gesicht besammelt vor 5 Jahren im Herzen jung, im Kopf hohl, in der Hose geschrumpft, im Arsch gebläht, ab nach Thailand, Opa und gedacht, was gedacht, das ist das für Ehre geworden. Also, das war ein Kommentar bei einem Die Amigos-Video. Die Amigos werden öfter beleidigt auf diese Art. Oh Mann, ey. Bläst, was? Mest, Mest, nee. Was ist Käse, Käse? Oh Gott. Ist das das Video, wo alle Käseausrufe von Susanne Prinz zusammengeschnitten sind? Ja, ne? Deko? Das weiß ich auch nicht, wie es hier weitergeht. Kröten? Nee, was ist das denn? An der Wand. Brötchen an der Wand. Ich glaube, ich bitte nicht einmal Game Over gehen. Es sei denn, er macht mir ganz kurz, ohne mit 4, 5 Buchstaben oder so. Aber ich erkenne ja unsere Insider relativ schnell. Das ist, glaube ich, auch gar nicht so der Sinn des Videos. Ich glaube, der Sinn ist einfach nur, dass ich mich kaputt lache über die Runden, die er genommen hat. Was ist das denn? Susi reißt die Möse. Och nee. Now, Apokalypse. Ripsner. Ich weiß nicht mehr genau, was das hier ist mit Susi reißt die Hose. Das war das Original. Es muss auch irgendein, was weiß ich, Scripted Reality Video sein mit Apocalypse Now, Susi reißt die Hose. Wahrscheinlich, denke ich mal. Und da weiß ich jetzt nicht ganz genau, woher das ist. Und ich hatte halt, als er das gemacht hat, mal als Runde, gedacht, dass da statt Hose Möse steht. So kam das dann zusammen. Fettarsch. Oh nein, lokal zum Fettarsch. Ich werde wahnsinnig. So habe ich mich einfach mal genannt bei Heckmons. Warum auch immer. Menüs im Lokal zum Fettarsch. Meckrim? Och nee. Und Ägypten. Mit Spare Ribs oder 2 Big Mac Menü mit einer Cola. Also, Meckrib und Ägyptenburger habe ich mal bei. Und Spare Ribs habe ich mal bei.
Stadtland Fluss so eingegeben, also eingetippt fälschlicherweise. Also ergibt Bürger einfach nur so und McRib und Sparrowzeichen halt falsch geschrieben, ne? Nicht Rib mit P, sondern mit B. Und Big Mac Menü mit einer Cola ist aus dem TV Total Video, wo Stefan Raab bei McDonald's gearbeitet hat. Ein Big Mac Menü mit einer Cola. Was haben wir hier alles? Die. Was? Die. Was ist das? Die Zigeuner. Was? Die Zipfelbuben mit dem Peter Zweger-Song. Oh Gott, der, das ist, glaube ich, relativ selbsterklärend und ja. Was ist. Also, das haben wir. Das sieht bloß ein bisschen komisch aus jetzt, weil das so ganz an die Seite geschoben ist. Das war das mit dem Kilogramm. Runde 3. Einfügen. Uiuiui. Das war wieder 4 hier. Dann kann ich ja auswählen, wie nichts Gutes. Bam, 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 bam. Was haben wir hier alles? Costa Cordalis Desiree. Oh nee, was ist das denn alles? Lor, ach nee, da steht nicht mehr Cordalis, da steht Lordalis, Desiree, Pampros Anthony, Ingrid und Klaus van Bergen, Per Markus, Bitte Nielsen, Joey, das Känguru, Melanie Müll, Memris, oh mein Gott, Jenny, Frank Buschmann, Evelyn Bolecki, was einer. Das ist ja so viel, ey, das sind alle Dschungelleute, wo ja irgendwie was verändert hat. Ja, Dallas zum Beispiel mit Lorblatt, ne, weil wir ja Lorblatt so lustig finden. Eieieiei. Das ist jetzt aber schön, dass er mir jetzt solche Runden macht, wo ich einfach nur schnell was hier eintippen muss, weil es dauert doch länger als erwartet. Schlagersänger Jürgen Milski überrascht jetzt mit einem erstaunlichen Geständnis, dass der 53-Jährige will sich den Penis verkleinert haben lassen. Was ist von seinem. Oh Mann, was ist das denn, ey? Haben sie Hundefutter verarbeitet? Ey. Oh Mann, ich dreh durch. Christian Lindner, ja, den findet er auch super. Ist die geilste Sau auf Tinder. Was soll das? Ich verstehe es nicht. Oh nein, was ist da? Was steht da? Herr Floink, ja, Floink ist halt eine Sau, ne? Pokémon. Oje, oje. Was haben wir hier? Tach? Nee, was steht denn da am Anfang? Taff mit mir? Nee. Tau. Ma. Haha, lecker. Lecker. Also, oh, Käsehimmel. Mein lieber. Tanz. Ach so, Tanz. Tanz mit mir, mein lieber Schwede. In den Käsehimmel hinein. Lecker. Das ist halt auch von Susanne Prinz, dieser Käse von Frau da. Frau da und sie mag Gouda. Oh, das war jetzt so ein dummer Käse, der mir spontan einfiel. 8, 1, 2, 1, 2, 6, 8, 6 und 3. Oh nein, was? Ach, das sind diese Falschantworten bei dem einen neuen Live-Rätsel. Jede, wie war das? Ein Vater hat 6 Töchter, jede davon hat einen Bruder, so heißt es, glaube ich. Wie viele Kinder hat der Mann insgesamt? Und dann gab es dazu Falschantworten wie 8. 36 und sowas. Der Mann hat 12 Kinder. Ja, das ist halt wieder mal, das müsste man sich mal echt anhören, aber ich kann euch das ja nicht jedes Mal reinschneiden. Das wäre bekloppt. What is what is love? Warum hat er das denn jetzt reingenommen? Das verstehe ich jetzt gar nicht. Das ist nicht mal ein richtiger Insider von uns. What is love? Baby, don't hurt me. Und dann, why not? Ist das. Ich verstehe es nicht. Naja. Frau Est. Oh nee, nicht Frau Este, Alter. Frau SD, das ist auch ein neuer Live-Klassiker. Frau SD, ja. Sie durfte halt bei einem Ja-Nein-Spiel nicht Ja oder Nein sagen und hat die ganze Zeit Ja gesagt, oder? Und dann, ja, und Wolfgang auch noch. Wolfgang hat immer Nein gesagt. Wolfgang, nein! Dr. Bob, nee. Mr. Bean? Nee, wer ist denn das da oben? Was ist das? Die Rede? Oh nein, nicht Mr. Krabs mit dem Die Rede. Reaktion, ich glaube, das erklärt sich gleich von selbst, weil das hier vollständig steht. Auf ein Angebot. Planktons. Oh, was? Jambalaya. Ach nee, das ist ein bisschen anders, die Geschichte, die hier erzählt wird. Es war ja so, Mr. Krabs soll Mrs. Puff daten und da hat er Die Rede gemacht, so ähnlich. Und hier haben wir halt Planktons Jambalaya in einer Episode, ich glaube in Fun, bringt er SpongeBob, wir empfehlen heute besonders die Jambalaya. Also sagt er so ganz komisch. Alter, oh nee, ich glaube, das hatten wir, oder? Was ist das? Ja, das waren die ganzen Dschungelleute. Okay, das haben wir. Das ist okay. Wie gesagt, es dauert doch länger, als ich dachte hier. Aber es ist gut, dann gibt es halt eine längere Folge.
Ich hoffe, das ist interessant für euch. Ich meine, letztendlich sind das halt eine Menge Insider, aber ich denke, manches kennt man auch. Und ich denke, das, was man kennt, das ist dann auch lustig, wenn man das hier sieht. Silberfischchen, was ist denn das? Silberfischchen, Silberfischchen, Silber. Ach so, das ist auch wieder hier von Neun Live, wo sich Max Stradin über ein Spiel aufgeregt hat, beziehungsweise falsche Antworten bei dem Spiel. Wie viele Haars hat Silberfischchen? Da ging es darum, Tiere mit genau einmal Haar zu nennen. Es kam halt sowas wie Silberfischchen, was ja mehr als ein Haar hat. Und das hier sieht auch schon wieder nach irgendeinem Ausruf von ihm aus, wenn alles in Caps Lock ist. Rastet was? Was? Stein aus. Wegen Stein aus. Was soll das denn sein? Ich check's gerade noch gar nicht. Steve's. Was? Ich stehe gerade auf dem. Detlef Steve's rastet wegen Stein aus. Okay, das weiß ich gerade nicht spontan, was das ist. Wer ist denn Detlef Steve's, Alter? Oh nee, dieser komische Ab ins Bett-Typ oder so, Alter, der immer nur rumschreit in den Vox-Sendungen, in denen er ist, Alter. Ich mag den nicht. Der ist so voll der Choleriker. Mein Name ist was? Kriminalkommissar? Was ist denn das schon wieder? Kriminal? Oberkommissar sogar. Jetzt hören Sie noch was? Auf zu lügen. Sonst ziehe ich mich aus. Mein Name ist Conny. Oh nein. Mein Name ist Conny Niedrig, Kriminaloberkommissarin. Jetzt hören Sie darauf zu lügen, sonst ziehe ich mich aus. Habe ich jetzt auch noch nie so richtig gesehen, aber ich kann mir dunkel vorstellen, worum es da geht. Oh nein, Panagiotta Petridou. Oder wird die so ausgesprochen? Panagiotta Petridou? Doch, klingt sinnig. Ich habe halt bei Stadt, Land, Fluss nie gewusst, wie ich die schreiben soll. Deswegen taucht die hier auf. Macht Mu. Was? Eine Kuh. Macht Mu die. Macht Mu wie eine. Achso, wegen Du, Mu, Kuh, ja, die Reime halt. Ich kann dir noch ein paar andere Sachen sagen, die ich. Also, Sachen ist gut. Promis sagen, die ich falsch geschrieben habe bei Stadt, Land, Fluss. Zum Beispiel Vera in W mit W am Ende, obwohl da V stehen muss. Dunja, Hayali, obwohl es Dunja Hayali so richtig rum heißt. Was hatte ich noch alles, ey? Nandana Maderi, anstatt Mandana Naderi, diese Kartenfrau da halt, ne? Nina Mogadam, ich glaube, Super RTL und RTL-Moderatorin, da habe ich Mogadam immer falsch geschrieben. Irgendwie mit 2G, obwohl es nur 1 ist, glaube ich. Dieter, was ist denn das alles hier schon wieder, ey? Tag Bohlen, Dieter Bohlen. Kann ich mal Peter Schmidt sprechen? Nein. Ja, wie, was soll das denn? Du fasst mir noch an die Füße. Hey, kennst du die Feldfrüchte? Die ist gestört, die Tante. Die habe ich auch schon mal geknallt. Jetzt kommt das Abschied. Nee, mach's gut, mein Kleiner. Da hat er jetzt aber auch wirklich alles reingepackt von den Bohlen-Sprüchen aus Thema Total, oder? Also, oh nein! Eigentlich hätte ich mir denken müssen, dass das noch kommt. Also wirklich, eigentlich hätte ich es mir denken müssen. Ja, Dunja, Hayali, wie gesagt, ne? Oh nee, da kommt bestimmt noch mehr dann von meinen Fails. Kanne, Nanne. Das ist bei einem Mr. Bean YouTube-Poop. Da sagt er ja in dem zweiten Film an der Stelle Nanne. Und die haben sie halt draus gemacht. Kanne, Nanne. Nee, ich glaube, er sagt kann und dann. Ja, genau, es das heißt kann und das macht dann aber noch Nande. So ist richtig. Was haben wir hier? Schindig. Oh Gott, ey. Only. Boah, das ist hier aus dem YouTube-Poop mit Patchy dem Pirat aus SpongeBob. Only 2995. Hua, hua, hua. Es sind eigentlich sogar mehrere YouTube-Poops. Wir haben uns alle lustigen Stellen hier zusammen drin. Hua, hua, hua. Schindig, Schindig, Schindig. Was ist das? Ist das Dunja? Gut, das ist Dunja Hayali. Und die letzte Nacht. Und ja, diese Folge wird doch relativ lang, aber ist egal. In letzter Zeit kommen sehr viele lange Sonntagsfolgen. Das ist auch gut, da ich jetzt die gesamte Zeit zu Hause bin und nicht nur am Wochenende. Ich kann es mir also leisten, längere Videos zu machen. Das ist alles kein Ding. Faisal Kawusi wirft Phil Taylor, ja, er mag Darts. Ich hätte fast Dart gesagt, ja. Das wäre schrecklich gewesen. Das heißt Darts. Promi Darts WM, einen Dartpfeil in den Bauch. Und diesem läuft. Hä? Und diesem läuft. Soll da noch. Ich glaube, da sollte eigentlich noch mehr stehen.
Also entweder ist das jetzt aus Versehen gesplittet worden, wir werden es sehen. Ich glaube, da sollte noch was anderes stehen. Ich würde, oh nee, Merkel zittert. Oh. 26 Grad und es wird noch heiß. Ey, das Song von Zweiraumwohnung, ne? Oh, ja. Was haben wir hier? Nein, Sven Hieronymus. Ey, Hieronymus. Das ist ein Comedian, den wir irgendwie witzig finden, warum auch immer. Leidet Höllenqualen im Fitnessstudio und bei der Thai-Massage. So, was ist denn das? Dirk, oh nein, sind das alle von Dirk? Ja. Dirk Peace ist auch von diesen Family Story-Folgen, wo auch Susanne Prinz, diese Käsefrau, drin vorkommt. Und wir haben halt hier Reime mit seinem Nachnamen. Er heißt eigentlich Dirk Peace, aber jetzt haben wir zum Beispiel Dirk Dies, Dirk Nies, was weiß ich, Kies, bestimmt auch noch. Kies haben wir schon, ne? Ich gucke gerade nur die Buchstaben da unten an. Fies, Kies, Mies, Nies. Ein, was? Der, wieder, der, der, oh nein, heute bin ich wieder dermaßen auf der Palme, ich könnte ausrasten. Warum ist wirklich denn Set? Ja, ich denke gar nicht nach, was in dem Satz, den ich gerade gesagt habe, überhaupt vorkommt. Auf der Palme, ich, er macht das nicht mit dem Ick. Er verzichtet auf den Dialekt. Ich könnte ausrasten. Die. Ah ja, hier ist der Rest von der Bauchrunde, glaube ich, oder? Die besten, nee, ach nee, ah nein! Oh Gott, wie erkläre ich das denn jetzt am besten? Oh, die besten Hits zum Kacken im Klo, oh mein Gott. Also, es gibt ein Forum, wo ich und er angemeldet sind und da gab es halt eine Userin, die sich furchtbar bei RTL aufgeregt hat, weil das Thread 15 Gründe, warum RTL scheiße ist und da gab es dann irgendwie als einen Punkt, die besten Hits zum Kacken im Klo. Ich glaube zur Chartshow oder so. die besten Hits, ey. Die besten Shits müssen es doch eigentlich heißen. Die besten Shits zum Kacken im Klo. Und gleich in wildes. Ich bin echt gespannt, was die allerletzte Runde ist, die wir in diesem Video haben werden. Und gleich in wildes Wohnzimmer. Oh, hallo, hallo, ja. Man kennt es wahrscheinlich das Video, was ist denn mit Carsten los? Und da kommt ganz zum Schluss. Und gleich bei Wildes Wohnzimmer. Oh, hallo, hallo. Und das finde ich witziger als das eigentliche. Ich glaube, ich verliere diese Runde gerade. Kann das sein? Scheiße. Alter, was ist das denn? Ich verliere. Nein, Funda Bikakugu. Es ist Funda Bikakugu, ey. Ja, nein, es ist nicht so kacke. Also nicht kack in dem Sinne, sondern Funda Bikakugu ist eine Rechtsanwältin der Serie, der Vox-Serie, verklag mich doch. Und da finden wir den Namen lustig. Funami Kakuglu, ey. Heute, was? Heute? Ah, das ist wieder heute wieder der. Es war echt die letzte Runde, die wir in diesem Video haben. Funami Kakuglu. Ich zeige euch aber noch, wie es aussieht, wenn man hier verliert. Das kann man. Hier. So, das ist doch ein tolles Abschlussbild. 40 Hangman-Runden. Ja. Bis zum nächsten Mal. Ciao.